Und damit herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von Shakes and Fidget. Heute geht's mal wieder um den Arena Manager. Da hat sich ja jetzt seit Release einiges getan oder auch einiges nicht getan. Und ich möchte heute einfach zeigen, wie weit ich bin. Und habe noch andere coole Informationen für euch. Aber erstmal hier geguckt. Auf S39 spiele ich gerade den Manager am aktivsten. Hab meinen ersten Reset gestern Abend gemacht bei 25 Runen und bin jetzt wieder bei 16 Runen. Habe 2 Boosts auf dem Sitzplatz, Zeit- und Money-Boost. Hab einen Zeit-Boost auf Parkplatz und einen Money-Boost auf der Falle. Bis jetzt habe ich mir noch keine Skips geholt und ich weiß wirklich nicht, ob ich mir die Timeskips holen soll, so die bis 7 Tage Timeskip, 24 Stunden, oder ob ich mir die ganzen Boosts hole, gucke, wann irgendwann kein Boost mehr kommt oder ich weiß nicht, wann ich skippen soll. Ich weiß nicht, ob was mehr Sinn macht, sich die Boosts zu holen und dann irgendwann zu skippen oder zuerst zu skippen und sich dann die Boosts zu holen. Ich weiß es nicht, aber jetzt gibt's eine coole Sache, pass auf. Nämlich vom Relo S38 Spieler, ich zeige euch mal hier eben, hier. Ich habe ihn nochmal gefragt, nämlich hat der Relo eine Excel-Tabelle geschrieben, die effektiv berechnet, was gerade, ich zeige es einfach, guck mal hier, da ist es, wo habe ich gerade das Falsche, hier, da ist es, nämlich ist es eine Tabelle, wo man seine ganzen Werte eintragen kann, also vom aktuellen Gebäude. Oder ich erkläre es euch mal ganz einfach. Wir machen das Ganze mal auf Null. Wir machen mal zusammen, Leute. Guck mal hier. Also, wir können dann jetzt hier uns hier hinnehmen und mal vergleichen. Dann haben wir jetzt hier Sitzplatz. So, tragen wir ein. 340 aktuell. Dann Popcornstand ist bei 250 bei mir. Parkplatz auf 190. Falle 50. Getränke 1. So, jetzt geben wir hier die Zukunft ein. So das, was das nächste Ziel ist. Das wären die nächsten Schritte. Heißt, ab wann der nächste Multiplikator kommt, das wäre 500. 500 auch bei Popcorn, bei Parkplatz ist es 250. Bei der Falle ist es 50. Und bei Getränk ist es 25. So, jetzt kommt das nächste, nämlich die Boosts. Standardmäßig ist der Multiplikator 1. Jetzt boosten wir das Ganze, oder rechnen wir die Booster zu, nämlich mit dem Zeit, Boost auf dem Sitzplatz ist es schon mal 2 und dann noch einen Money Boost ist nochmal ein Multiplikator von mal 2 ist mal 4. Dann habe ich noch einen Zeit Boost auf dem Parkplatz und einen Money Boost auf der Falle. Und jetzt zeigt uns hier das Ganze nämlich an, wie lange es mit dem. Es zeigt auch erstmal das aktuelle Einkommen ein. Nämlich verdiene ich gerade 190k Money in der Minute. Und 11 Millionen verdiene ich in der Stunde. Und berechnet jetzt hier vom aktuellen Level bis zu dem geplanten, wie lange das dauern würde. Und das Spannende daran ist jetzt, dass das Ganze kalkuliert, welches Gebäude gerade am meisten Sinn macht auszubauen. Ich habe auch bei der Falle falsch geschrieben. Bei der Falle müsste ja 100 rein. So. Jetzt passt es und jetzt zeigt es uns hier effektiv an, welches Upgrade am effizientesten ist. Nämlich wäre es bei mir aktuell die Falle mit 2,18. Heißt, wir bauen jetzt hier die Falle aus. In 10er Schritten machen wir einfach hoch hier. 1, 2, 3, 4 und jetzt gehen wir einfach mal die 90 ein hier. Und wenn wir das machen, sehen wir, dass die Zahl immer größer wird. Das heißt, kurz vor der nächsten Upgrade-Stufe sieht man, dass es am meisten Sinn macht, auch machen wir dieses Gebäude auszubauen, weil wenn es den Schritt erreicht, kommt natürlich der Multiplikator hinzu. Deswegen let's go, rein, 100 erreicht und tragen das hier ein, machen hier den nächsten Schritt 250 und haben auch direkt das Einkommen mal um 30k erhöht in der Minute. Finde ich stark diese Liste, deswegen auch mal hier ganz großes Danke an den Relo, der sich hier die Mühe, die Arbeit gemacht hat, das Ganze hier zu schreiben. Es ist wirklich, es ist eine Haufen Arbeit. Und hier unten ist nochmal alles beschrieben. Ich werde euch den Link dafür in die Beschreibung packen. Macht es dann so wie ich, also das hier ist das Originaldokument. Dann gehe ich hier einfach auf Datei, dann auf Kopie erstellen und dann könnt ihr euch eine eigene Kopie davon, wo ihr drin schreiben könnt, erstellen und euch speichern. Aber behaltet euch den Originallink immer
gespeichert, weil hier ständig was drin geupdatet wird. Aber wirklich, es ist unglaublich, dass in so kurzer Zeit sich jemand die Mühe gemacht hat, das zu machen. Also wirklich, ich finde das gerade für ein Spiel wie Shakes and Fidget wirklich genial. Also Dankeschön. Dankeschön an Relo für diese unglaubliche Liste. Und jetzt sehen wir hier am meisten Sinn, es hier gerade den Parkplatz auszubauen. Time to upgrade. Acht Stunden steht hier, brauche ich mit dem aktuellen Einkommen, um den auszubauen. Aber ich habe ja auch noch gerade ein bisschen Money hier, deswegen rein hier. Und jetzt ist bei 220 und jetzt, wenn ich das hier eintrage, müsste auch, dass hier die Zahl wieder höher werden. Warm auf 1,7. Und jetzt brauchst du noch 5 Stunden, fast 6 Stunden und dann geht es ja hier weiter. Das Einzige, was hier noch nicht da ist, ist ein Runenberechner. Und damit auch eine Möglichkeit zu sehen, ab wann macht es jetzt wirklich am meisten Sinn, wieder zu resetten. Aber da ich das erste Mal mit 25 resettet habe, möchte ich den nächsten Reset auch mindestens erst mit eigentlich ja viermal so viel mit 100 Runen. Ich überlege, ob ich schon einen mit 50 Runen mache. Aber ja, ich wollte unbedingt das mit euch teilen. Ich denke, dem einen oder anderen wird es auch weiterhelfen oder ist auch ganz interessant. Genau. Aber eigentlich war es ja eh schon klar, dass man irgendwie immer auf die nächsten Ausbaustufen geht. Aber das so nochmal genau zu haben, macht das Ganze nochmal angenehmer. Auch gerade, dass man nochmal sieht, was ist gerade das Einkommen in der Minute, was ist das Einkommen in der Stunde und wie viel Zeit genau brauche ich für den nächsten Ausbauschritt. Ja. Genau. Wollte ich euch unbedingt zeigen. Und das war es auch schon. So sieht es aktuell aus im Arena Manager. Ich halte euch hier up to date. Mal gucken, wann es denn die ersten Runen gibt, wann ich hier mal die 1000 erreicht habe. Und dann werden wir auch uns im Laden hier ein bisschen mit Runen verzauberten Items eindecken. Und gucken, was das bringt, ne? Also, ich finde es auch wirklich super, dass es gefixt wurde. Und es nicht so schnell ging. Ich meine, am ersten Tag, ich glaube, nach 3 Stunden waren wir bei Duodezillion. Und jetzt hat man wirklich was zu tun. So macht mir das Content auch wirklich gerade Spaß. Und auch mehr gerne in die Kommentare schreiben. Wie findet ihr das Update aktuell? Macht es euch Spaß? Findet ihr es zu langweilig? Wie weit seid ihr? Wie viele Runen habt ihr gerade? Oder auch, wann würdet ihr empfehlen zu resetten? Findet ihr, ich mache es gerade ganz gut oder habt ihr ein paar Verbesserungsvorschläge? Lasst es mich gerne wissen. Okay, das soll es gewesen sein, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Checkt den Link in der Beschreibung aus und schreibt mein fettes Dank in die Kommentare an Relo. Genau, Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.